Für die Sache tötest du jeden, der sich dir in den Weg stellt. Massiver Hubschrauberangriff. Blanker Wahnsinn. Gastil hat schon früher Geiseln umgebracht. Wir verhandeln nicht. John Peter McAllister ist der einzige Nicht-Japaner, der den Rang eines Ninja erreicht hat. Einst Mitglied einer geheimen Sekte wollte er sie verlassen, wofür ihn die anderen Ninjas zum Tode verurteilten. Aber er konnte fliehen. Nun ist er auf der Suche nach einer Tochter, von der er nicht einmal wusste, dass es sie gab. Verfolgt von Okasa, einem ehemaligen Schüler, der sich geschworen hat, seinen Meister zu töten. Der Meister fand einen neuen Schüler, und zwar mich, Max Keller. Doch Okasa ist ständig hinter uns her, folgt uns wie ein Schatten und wartet auf seine Chance. Hi, ich bin also Max Keller. Es reicht nicht, dass ich auf dem Seil laufen kann. Ich muss wie ein Vogel fliegen. Ich dachte, ich mache das ganz gut. Aber nicht der Meister. Gut, jetzt stell den Motor ab und gleite langsam hinab. Was habe ich gesagt? Wenn ich den Motor abstelle, falle ich wie ein Stein. Ich habe mal eine durchsiebte P-40, da eine halbe Tragfläche fehlte, über dem japanischen Meer geflogen. Das glaube ich dir. Was hast du nicht? Was hast du dir zu verlieren? Ich dachte an mein Leben und... Da hat einer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Kommt genau auf dich zu. Ich versuche ihn zu erreichen. Max, sei vernünftig. Max! Mein Gott, wem sage ich das? Fallen!
Bereit? Alles okay? Alles in Ordnung. Wirklich. Die Bremsen waren defekt, hätten repariert werden müssen, hatte einfach keine Zeit. Alles geht immer so wahnsinnig schnell. Mein ganzes Leben ist so gewesen. Da hinten die Kurve, also ich hab's überhaupt nicht gesehen. Langsamer. Oder wollen Sie Ihrem Wagen Konkurrenz machen? Ich weiß, ich spreche zu schnell, besonders wenn ich zu Tode erschrocken bin. Und wer sind Sie? Max Keller. John McAllister. Und Sie? Ich bin Alicia Clayton, geboren in Kalifornien, liebe Surfboards und schnelle Autos. Und jetzt, glaube ich, werde ich ohnmächtig. Wir bringen Sie nach Hause. Augenblick, Sie haben mir das Leben gerettet. Was soll ich tun? Wie kann ich mich dafür bedanken? Es wird Ihnen was einfallen. Ich habe eine Idee. Es gibt eine Gartenparty für unsere europäischen Geschäftspartner. Kommen Sie? Glaub nicht, dass wir auf der Gästeliste stehen. Jetzt schon. Mein Vater ist Senator Clayton. Er gibt die Party. Oh, aber versprechen Sie mir kein Wort über den Wagen, okay? Er hat den Kopf voll mit Bombendrohungen und Geheimdienstleuten. Ich möchte ihn nicht noch mit dieser Geschichte belasten. Um 4. Oh, bitte im schwarzen Anzug, okay? Okay. Du redest zu viel, hörst du? Vielleicht sollte ich Sie lieber küssen. Wäre eine gute Idee. Gartenparty. Wir gehen hin. Gut. Wir kommen von Westen aus der Sonne. Ihr von Osten. Hier. Alles okay. Senator Clayton ahnt nichts. Jeder weiß, was er zu tun hat. Wen sollen wir alles erschießen? Niemanden. Wir holen uns, was wir wollen und verschwinden. Du gehörst der Gruppe mitsamt deiner Loyalität. Mir gehöre ich mit meiner Loyalität. Ich erinnere mich. Erinnere dich lieber nicht. Erinnerungen bei den falschen Leuten können gefährlich sein. Auch wenn sie noch so schön sind. Lass das. Serena, bist du dir wirklich sicher, dass dies der richtige Weg ist? Deine Leute zu befreien. Wenn sie nicht tun, was wir wollen, erschießen wir sie. Ja, für die Sache tötest du jeden, der sich dir in den Weg stellt. Ich beneide dich nicht um diese Last. Ich habe aufgehört, an etwas zu glauben. Erledige einen Auftrag. Für den wir dir sehr, sehr viel Geld bezahlen. Ihr bezahlt mir das, was ich wert bin. Ich hole euch, was ihr wollt. Könnte sogar klappen. Wenn du genau tust, was ich dir sage. Und was, wenn sie für die Geiseln nicht zahlen? Was sagen dir deine Erinnerungen in dem Fall? Kooperieren sie nicht. Kannst du sie töten? War eine ziemlich noble Gartenparty. Aber ich sagte mir, keine Bange, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein schlechtes Essen oder zu viel Champagner. Und dann war ich ja mit dem Meister und mit ihm gibt's immer Spaß. Hallo, guten Tag. Oh, Annie. Alicia, ich muss mit dir reden. Oh, ein bisschen später, Annie, okay? Ich bin da drüben. Ja, okay.
Viele Leute. Ich sagte dem Senator, dass viele kommen würden. Wir könnten unser eigenes Gipfeltreffen haben. Nimm deine Hand weg, bevor dich der Schlag trifft. Oh, und das aus dem Mund einer so süßen Lady. Verzieh dich, Pelin. Wann gibst du mir eine Chance? Schmierig. Sogar im Smoking. Wie kommt das? Johnny, doppelte Wache angeordnet. Alles in bester Ordnung, Senator. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist mein Beruf. Dafür werde ich bezahlt. Darling, du siehst zauberhaft aus. Oh, danke, Daddy. Das Gleiche habe ich ja auch gerade gesagt. Nur mit ein paar anderen Worten, nicht? Empfehle mich. Ich fühle mich wie auf dem ersten Schulball. Du warst damals sicher in charmanterer Begleitung. Melissa Sue. Die längsten Beine und schönsten Augen der ganzen Schule. Und du? Wann hast du das erste Mal richtig ein Mädchen im Arm gehabt? Im Zweiten Weltkrieg, am Tage des Sieges über Japan, hatte sie nie zuvor gesehen. Ist dir unter Hunderten von Menschen aufgefallen, hä? Ja, so ungefähr. Wer war sie? Eine ganz besondere Frau. Aber heute bist du dran. Wohl nicht die richtige Umgebung hier. Wenn du sie nicht willst, vielleicht lässt du dem Alter und der Erfahrung den Vortritt. Sie würde dich totreden. Ich würde es riskieren. Wie stoppe ich ihren Redefluss? Spätestens beim 10. Satz küsst du sie. Verstanden. Ich versuch's. Max? Hm. Muss ich ja nicht wissen. Danke. Hi, Alicia. Champagner, Sir? Nein, danke. Bringen Sie mir einen Saft. Yes, danke. John Peter McAllister, so, so. Mallory, immer noch der gleiche Name. Warum soll ich ihn ändern? Hätte nicht gedacht, dass eine südkalifornische Party ihr Stil ist. Und was wäre dann mein Stil? Sparsamkeit, Disziplin, den Stil, sagen wir, eines Ninja-Kämpfers. Eines Killers. Diesen Gedanken können Sie wohl nie loswerden. Wie könnte ich das, wenn Ihre Schüler ein Verbrechen nach dem anderen begehen? Politischer Mord, bezahlte Killer, ein junger Mann namens Okasa. Er ist schon lange nicht mehr mein Schüler. Natürlich nicht. Da er das Töten beherrscht, braucht er sie nicht länger. Oder doch? Dieses Leben liegt hinter mir. Und was machen Sie hier? Wir sind eingeladen worden. Ein neuer Schüler? Ich heiße Max Keller. Wir hörten, dass Sie in Japan getötet wurden. Ein bisschen übertrieben, wie Sie selber sehen können. Und sind hier in Los Angeles, kurz vor der Europäischen Konferenz. Einfach auf der Durchreise. Ich sage doch, wir wurden zu einer Party eingeladen. Das ist alles. Viel Spaß. Kennst du ihn? Mallory, ein Spion. Schließ dich in meine Schule in Japan ein. Und deckte dann subversive Ninja-Aktivitäten auf. Von Okasa, doch nicht von dir. Das beweise ihm mal. Und was will er hier? Er beschützt die Gästeliste. Vor wem? Vor Leuten wie mir. Schüler und der Meister sind wieder vereint. Warum? Keine Bewegung!
mit dir. Los! Olaf! Kopf unten! Beweg dich nicht! Schieß auf! Tu doch, was sie sagen! Sie kommen mit uns. Hol den Senator. Gehen wir. Einsteigen, los, los. Alles in Ordnung, Max? Nur ein Streichschuss. Nicht sehr lustig, auf einer Gartenparty beschossen zu werden. Aber dass man uns da noch festnimmt. Max, hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Du konntest nichts tun. Sie haben Elisha und ich bin schuld. Versage bei der ersten wirklichen Gefahr, ein feiner Ninja-Schüler. Du hast nicht versagt. Ich war auch da. Die können doch nicht wirklich glauben, wir hätten mit dem Überfall zu tun. Gehen Sie mit ihm. Also, McAllister, ich will die Wahrheit wissen. Meine oder Ihre Wahrheit? Mich interessiert nicht, was Sie glauben. Ich möchte wissen, wie Sie durch die Sicherheitssperren gelangen konnten. Zwei Hubschrauber mit einer Mannschaft. Einen detaillierten Bericht. Wie viele Geiseln haben Sie? 10.
alle Frauen der europäischen Delegation und Senator Clintons Tochter. Und wo waren Sie? Was meinen Sie mit, wo ich war? Wir waren völlig überrascht. Niemand von unseren Männern war in der Lage, auch nur einen Schuss abzugeben. Nachricht von den Kidnappern? Noch nicht, Senator. Ist das Gebiet abgeriegelt? Selbstverständlich. Bob? Was ist, Chef? Es waren weder Carlos noch Kelchin. Dafür war's zu clever. Sämtliches Personal ist durchs Sicherheitsnetz gegangen. Es gab keine Toten. Wonach stinkt das? Nach einem Profi. Nach welchem genau? Castile? Ja. Er kam nach Miami. Vor 2 Tagen. Wir haben ihn verloren. Wie gefährlich ist er? Einer der gefürchtetsten. Aber besonders gefährlich, seit ihm alles egal ist. Was glauben Sie, will er? Nicht, was er will. Was Sie wollen. Wer? Egal, für wen er arbeitet. Aber damals hatte er eine besondere Verbindung zu einer Terroristengruppe, die sich Freiheitskämpfer nannten. Ihr Anführer war eine Frau. Das ist aber lange her. Castile gilt. Loyalität etwas. So gut kennen Sie ihn? Kann man sagen, ja. Seit Jahren versuche ich ihn zu fassen. Mallory auch. Die beiden liefen sich oft über den Weg. Ja, und beide leben immer noch. Bis jetzt. Mallory war auf der Gartenparty? Das war er. Tja. Wo zum Teufel ist er? Gehen wir. Alles okay? Ja. Wir sind eingesperrt. Gitterfenster. Macht keinen Unterschied. Sowieso zu hoch. Was wollen die von uns? So treffen wir uns wieder, Mallory. Du kennst ihn? Ja, ich kenne ihn. Sollen wir ihn erschießen? Nur wenn es notwendig ist. Nimm Kontakt auf. Hier, Forbes? Richtig, danke. Chef! Was verlangen Sie? Die Freilassung von politischen Gefangenen. In Libanon, in Frankreich und England. Ungefähr 200 insgesamt. Ja? Castile. Hören Sie, Castile, die Verhandlungen laufen. Aber Sie müssen verstehen... Nein, Sie werden verstehen. Sind die Verhandlungen nicht bis 6 Uhr abgeschlossen, erschießen wir die Geiseln. Wenn Sie das tun, Castile, sind Sie ein toter Mann. Sie sind nirgendwo mehr sicher. Ich verstecke mich in jedem Schatten. Ich werde um 5.50 Uhr Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Also, verhandeln Sie weiter mit den Regierungen, Forbes. Wie ist unser Plan? Massiver Hubschrauberangriff. Blanker Wahnsinn. Castile hat schon früher Geiseln umgebracht. Stockholm, Frankfurt. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Das ist unsere Erfahrung von München. Das kleinste Geräusch eines Motors. Und alle wären tot. Es gibt noch einen Weg. Mit Rückendeckung. 2 Männer über die Mauer, bevor wir zuschlagen. Eine
70 Fuß hohe Mauer. Kein Mensch kommt da hoch. Es sei denn, er ist ein Ninja. McAllister? Nein, ich bitte Sie. Wir brauchen ihn. Mallory. Er ist der gefährlichste Mensch, den ich kenne. Gut. Das muss er sein. Ich leite diese Operation, McAllister. Und ich weiß alles über Sie. Sie nennen sich Lehrer, Ninja, Meister. Dabei sind Sie Terrorist und Mörder. Ich hatte mit dem Überfall nichts zu tun. Sie waren dort. Und Okasa ist auch dort gewesen. Um mich zu töten. Erwarten Sie, dass wir das glauben? Ich erwarte gar nichts. Beweisen Sie, dass Sie nichts damit zu tun haben. Ich muss das nicht beweisen. Was wollen Sie? Wir brauchen jemanden, der uns Rückendeckung gibt und zu den Geiseln vordringt. Das heißt zwei Mann. Der Ort, wo Sie festgehalten werden, ist von einer 70 Fuß hohen Mauer umgeben. Sollte für einen Ninja eine solche Mauer nicht zu überwinden sein? Auch ein Ninja kann nicht zaubern. Er muss sie erklettern, die Mauer. Sie würden es machen? Ja, das würde ich. Zwei Mann gegen einen Haufen bewaffneter Terroristen. Das ist Ihr Begriff von fairen Chancen. Sie haben genau eine Stunde, bis wir zuschlagen. Unter einer Bedingung. Die wäre? Sie lassen Max Keller erst morgen frei. Ich dachte, er wäre Ihr Freund. Eben. Er würde mitkommen wollen und ich will nicht, dass ihm was zustößt. Morgen ist es vorbei. In Ordnung. Tut mir leid, Max. Wenn das nicht das Ende ist, sehen wir uns ja wieder. Ihr habt uns verraten, Meister. Deshalb werdet ihr sterben. Ihr verteidigt euch. Yeah.
Sie mussten mich freilassen, keine Beweise. Jetzt aber zum Meister. Ich weiß, warum er das gemacht hat. Aber das nützt ihm gar nichts. Verstehst du, Henry? Nehmen Sie. Denken Sie, dass man uns findet? Ganz sicher. Wirklich? Ja, ganz bestimmt. Glauben Sie mir. John Palin? Oh nein. John? Du bist einer von denen? Mein armes, reiches Mädchen. Jetzt nicht mehr so schön und trotzig. Hm? Ich könnte dich umbringen. Das werden sie sowieso tun. Denkst du, wir wissen das nicht? Sie holen uns... Niemand wird dich holen, Alicia! Nimm dich mal zusammen, Henry. Dein Mitgefühl weiß ich ja zu schätzen. Wie ist es? Damit wir uns verstehen, John. Ich mag es nicht, von Ihnen abhängig zu sein. Ich glaube nicht, dass Sie eine große Wahl haben. Klettern Sie wie ich oder Sie fallen. Ich habe das Versteck zwar ausfindig gemacht. Das war die eine Sache. Reinzukommen ist eine andere. Was für eine Nacht zum Fliegen. Stell dir vor, du bist über dem japanischen Meer, Max. Von Kugeln durchsiebt. Eine halbe Tragfläche fehlt.
folgen Sie mir und balancieren Sie. Ich kann balancieren. Sprechen Sie leise. Kommen Sie. Wie ist Ihr Plan? Wir trennen uns jetzt und treffen uns hier in 20 Minuten wieder. Verstanden. Zwei sind es, ne? Sie schicken uns nicht gerade eine Armee. Zu spät, Mallory. Diesmal kommst du zu spät. Wer ist dieser Mallory? Ein alter Freund, um den kümmere ich mich selbst. Okay, danke, Forbes, für die Mitteilung. Ich informiere den Senator. Sie starten um 6 Uhr einen vollen Hubschrauberangriff. Kann das eine Finte sein? Sie haben keinen Grund, mich zu täuschen. Die Hubschrauber stehen startbereit. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Es sei denn, du hast die Absicht zu kämpfen, Castile. Noch was, was er schon lange aufgegeben hat. Red keinen Unsinn. Ich weiß selbst am besten, wann ich zu kämpfen habe. In einer Stunde können wir weg sein. Und was wird mit den Geiseln? Erschießen wir, bevor wir verschwinden. Für deine Sache. Nächstes Mal werden sie vielleicht unsere Forderungen erfüllen. Nächstes Mal. Wo sind die Geiseln? Wo? Da hinten. Im Turm. Man hat euch verraten. Eurer Regierung ist es scheißegal, was aus euch wird. Sie exekutiert euch. Lüge. Und unser armes, reiches Mädchen wird zuerst sterben. Oh nein. Komm, komm, mein Kleiner. Nein! Nein, das bitte bewahren Sie doch Ruhe! Halt! Nicht die geringste Bewegung! Sie haben mich erwartet? Sie haben eine undichte Stelle in Ihrer Abteilung, Mallory. Ein Agent namens Forbes. Ich kenne ihn. Wer ist sein Kontaktmanier? Senator Claytons Assistent. John Palin. Deshalb war alles so gut organisiert. Und die Geiseln? Die werden natürlich exekutiert. Aber ich denke, Castile möchte sie jetzt erst mal sehen. Sie haben ausgespielt, Mr. Mallory. Also vorwärts, los! Senator? Was ist mit der Rückendeckung, von der Sie sprachen? Eine unsichere Sache, Senator. Die Truppe steht bereit. Was von Mallory gehört? Nein. Die beiden könnten getrennt worden sein. Auf beiden Frequenzen keine Spur. Angreifen. In Ordnung. Hatte so eine Art schwarze Ninja-Kleidung an. Wir haben ihn hier reingebracht. Der ist weg. Hinsetzen, los! Jetzt bin ich an der Reihe. Nein!
Mal sehen, wie mutig du jetzt bist. Alicia, alles in Ordnung? Oh ja. Lex! Okay, okay, das ist McAllister. Sind Sie in Ordnung? Bin ich. Vielleicht sagst du mir, wie du hier reingekommen bist. Japanisches Meer, ich glitter rein. Du weißt, wie das geht. Was ist mit Mallory? Hat ein Tete-a-Tete mit Castile. Haben sich lange nicht gesehen. Dadurch gewinnen wir Zeit. Wenn ich behilflich sein kann mit einem Lastwagen, der fährt nämlich erst wieder, wenn ich das hier einbaue. Vor der Tür da oben auf der Treppe steht eine Wache. Befinden sich dahinter die Geiseln? Ja. Mach den Lastwagen fertig und das Tor auf. Sie müssen mir helfen. Und wie? Schreien Sie. Was? Schreien. Ja. Schreien. Ich weiß Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Herr Malmeister. Schieß los, Max. Mit jedem Tag wirst du mir ähnlicher. Scheine auf dich abzufärben. Ich weiß, das Tor und der Wagen. Ruhig, seien Sie ruhig. Sie alle brauchen keine Angst zu haben. Kommen Sie, gehen Sie, raus. Machen Sie schon. Beeilen Sie sich. Beginnen mit der Exekution. Beladet die Hubschrauber. Wir beide haben uns noch ein paar Worte zu sagen. Allein. Nein. Nervös? Eine ungewöhnliche Erscheinung bei Ihnen. Sie haben viele meiner Freunde auf dem Gewissen. Sie kamen uns in die Quere. Wir töten keine Unschuldigen. Was ist mit Ihrem Chef, der die Sondereinheit schickt? Denken Sie, der macht sich Sorgen um das Leben der Geiseln? Er kämpft gegen den Terrorismus. Alles ist Terrorismus. Er hat nur viele verschiedene Gesichter. Die Welt retten, wofür? Was interessiert Sie das alles, Mallory? Ich vergaß, Sie sind ein Profi. Leider bleibt Ihnen nicht mehr viel Zeit, über Ihre professionelle Ausbildung nachzudenken. Oh, verdammt! Sie werden der Letzte sein. Ich würde sagen, die Marines sind gelandet. Für Sie zu spät, Mallory. Wer sind Sie? Das werden Sie nie erfahren. Oh, danke. Saubere Arbeit. Max bringt die Geiseln zum Lastwagen. Verschwinden wir. Thank you.
draußen. Sie sind wegen mir gekommen. Hätten Sie für mich auch getan. Jetzt bestimmt. Eine schreckliche Situation. Ich glaubte nicht, dich wiederzusehen. Das gleiche Gefühl hatte ich bei dir. Ich hätte es wissen sollen. Sie waren sehr freundlich. Was sollte ich tun? Ein paar Risiken weniger eingehen. Ja, sobald man damit anfängt. Bisschen spät, nicht? Bin froh, dass Sie nicht zufrieden waren. Alle Ihre Familien sind informiert worden. Es wird gleich ein Bus da sein, der Sie abholt. Danke. Oh, Max, du willst doch nicht etwa wegfahren. Morgen ist das Geschäftstreffen zu Ende und dann wird alles wieder ganz normal laufen. Das heißt, wenn bei mir überhaupt etwas normal läuft. Wir hätten ein wenig Zeit füreinander. Ohne herumfliegende Kugeln und Hubschrauber, die vor meiner Haustür landen. Licha, waren das schon 10 Sätze? Was? Ich muss gehen. Bleib, wie du bist, okay? Werd's mir merken. Wiedersehen. Wiedersehen, Max. Du hattest recht, im Zweifelsfall. Küsse sie sich. Habt ihr das Kriegsbeil begraben? Sobald die Sache mit Okasa bereinigt ist. Na, wenigstens war er diesmal nicht hier. Das war unser Glück. Richtig. Bevor wir weiter nach deiner Tochter suchen, sollten wir in Vegas vorbeischauen. Ich werde dir zeigen, was Spaß macht. Ich dachte, den hätten wir gerade gehabt.